Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Coco mit unserem heutigen Bastelprojekt für unsere Fellnasen Teil 2. Ich bin schon so gespannt, was ihr sagt, wenn ihr es gleich seht. Aber ich finde es super, super niedlich, richtig, richtig schön. Und ich finde, das kann man echt noch in einem Tag schaffen. Vielleicht für eine Freundin oder natürlich am allerliebsten für den eigenen kleinen Schnuff oder die kleine Katze. Also da ist der Fantasie wie immer keine Grenze gesetzt. So, was ihr braucht für unser heutiges Projekt ist ein alter Pullover. Das ist ein Pullover, der ist total verfärbt. Daran werde ich es euch hier zeigen. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Freundin. Und ihr wisst ja, wir werfen nichts weg. Also der passt super für unser heutiges Bastelprojekt. Ich habe allerdings für unsere Lana das schon fertig gemacht, damit ihr es am Ende seht, weil das würde sonst unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Also, ihr braucht einen alten Pullover, den ihr entweder verfärbt habt oder der, meiner ist nicht nur verfärbt wie verrückt, sondern der ist auch noch kaputt unter den Armen und da kann man echt nichts mehr mitmachen. Das Einzige, was man noch hätte machen können, was wir natürlich nicht machen, ist wegschmeißen. Und ja, also, einen alten Pullover, ihr braucht ein altes Kissen, eine Tüte Füllstoff, das ist im Prinzip so Krams, das kriegt man entweder beim Hammer oder ihr wisst ja bei mir, wie immer bei Teddy, kostet so eine Tüte, ich meine 5 Euro ist so groß ungefähr und da ist so ganz leichter Füllstoff drin, ne? Und den müsst ihr, wenn wir das nachher machen, dann seht ihr das bei mir, das ist, also habe ich ganz weich aufgetufft. Weil das ist so unheimlich viel, aber wenn man das nachher so geknüttelt da reinpackt, dann ist das nicht richtig weich, sondern ich habe das rausgenommen und dann wird das ganz, ganz viel und da kommen wir super mit einer Tüte hin. Also, ein alter Pullover, ein altes Kissen, was ihr nicht mehr braucht oder ein günstiges irgendwo her, das ist allerdings jetzt eins, was ich über hatte. Ihr braucht ein bisschen Wolle und eine Tüte Füllmaterial. Und einfach nur ein bisschen Geduld mit Nadel und Faden, weil viel ist es nicht. Und ihr wisst, wenn ich das kann, dann könnt ihr das dreimal. So, was wir als erstes machen, ich zeige euch das mal, ist einmal eine Naht. Ich habe es jetzt extra mit einem blauen Faden gemacht. Von Achsel zu Achsel. So, normalerweise würde man das ja jetzt einmal hin, einmal zurück machen. Ihr solltet es auch nicht so schief machen wie ich. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie es dann aussieht. So, ihr legt euren Pullover auf eure Arbeitsfläche, wenn ihr das richtig schön zugenäht habt. Nehmt euer Kissen und stopft das Kissen unten rein. So. Dann habt ihr im Prinzip jetzt schon die Abtrennung, wie unser heutiges Bastelprojekt. Ich glaube, jetzt erahnt ihr es schon. Es wird ein Hunde- oder Katzenkissen werden. So sieht das jetzt aus. So, hier oben haben wir praktisch das obere Teil, was hier von Achsel zu Achsel schon abgenäht wurde. Als nächsten Schritt, den ich jetzt aber nicht mache, weil das habe ich schon vorbereitet, ist, dass ihr das Kissen hier unten einnäht. Und zwar komplett. Und es auch, das wäre auch wichtig, so ein bisschen zusammenzieht. Also nicht ganz gerade, sondern im Prinzip so. Das wäre der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, ihr nehmt den Rollkragen und hier unten die Ärmel. Legt die Ärmel zusammen und näht sie dann hier aneinander. Aber bitte darauf achten, ich habe es so zusammengenäht, das ging besser, weil praktisch so, könnt ihr das sehen, so alles einmal verbunden, dass es hier einen Schlauch gibt, weil hier kommt danach oben das Füllmaterial rein. Und als allerletztes wird dann erstmal hier oben, je nachdem, was ihr vom Kragen habt, also ich habe hier jetzt einen Rollkragen. Ich hatte bei meinem Pullover, was ich für Lana gemacht habe, hatte ich einen Zoomkragen. Was schlecht geht, ist V-Ausschnitt, weil dann fehlt uns einfach hier oben natürlich ein Stück Stoff. So, dann wird das hier oben zugenäht.
Der Füllstoff ist ja schon drinne. Und dann wird nur noch der Ärmel hier unten einmal Naht auf Naht zusammengenäht. Und schon habt ihr ein fantastisches Hunde- oder Katzenkissen. Und ich würde euch das Ganze jetzt noch einmal zeigen, wie es dann fertig aussieht. Ich muss sagen, ich hatte echt unheimlich Glück. Ich zeige euch das mal, weil mein alter Pullover, den ich genommen habe, das ist einer meiner Lieblings-Kaschmir-Pullover gewesen. Ich war so traurig, aber der war so kaputt unter den Armen. Der hat hier eine Naht. Das war natürlich super, weil da konnte ich, hatte ich immer die Benchmark. Also, das ist hier oben der Kragen, den ich zugenäht habe. Ihr seht, das ist das Füllmaterial. Ich drehe es mal um, wie der Pullover eigentlich mal aussah. Hier von Achsel zu Achsel. Hier oben war der Kragen. Und hier unten habe ich die Ärmel zusammengenäht. Das war dann das erste, also erst von Achsel zu Achsel, dann hier unten die Arme, dann das ganze Füllmaterial durch den Kragen reingesteckt, schön verteilt. Und ihr seht, das ist bei mir ziemlich gleichmäßig, weil ich das eben alles richtig aufgeplustert habe. Und es war genau, das ist ein Pullover, ich glaube in Größe 38. Und das ist für unsere Lana, die hat 4,8 Kilo, ist das super. So. Und als allerletztes habe ich dann oben, warte, ich zeige es euch, den Kragen zugenäht. So. Dann habt ihr ja im Prinzip das hier zu, oben und unten. So, und dann, wenn ihr das unten ein bisschen zusammenzieht, dann sieht es so aus. Ne, dann ist das vorne ein bisschen runder. Und dann habe ich hier ganz einfach alles an die Kanten von dem Pullover genäht. Und da habe ich auch gar kein großes Federlesen gemacht. Ich habe das einfach genommen und zusammengenäht. Und ich habe es dann praktisch einmal so umgekrempelt. Ne, so war es vorher. Und dann habe ich das nach innen gemacht. Und das ist das Kissen, was jetzt in unsere zuckersüße Hundehütte kommt. Und ihr glaubt es nicht, aber es passt ganz genau. So, wartet mal, ich hole das mal gerade. Sieht man das ja, ne? Also, ich habe es dann so gemacht, dass ich die Ärmel nach hinten genommen habe und vorne die Naht, der praktisch der Kragen, der kommt jetzt in unsere Hundehütte und er passt ganz genau vom Maß, aber das war jetzt echt Zufall, ganz genau vom Maß in unsere Hundehütte, die wir ja beim letzten Mal gebastelt haben. So, also mein Weihnachtsgeschenk für unsere Lana steht. Ausgegeben habe ich im Prinzip, was habe ich denn ausgegeben? Ja, einmal eine Tüte Füllstoff. Das ist das Einzige, was ich gekauft habe. Das Kissen hatte ich, den Pullover hatte ich, Wolle hatte ich, den Karton 2,50 Euro. Nee, stimmt gar nicht. Nein, 5. 5 hat das Füllmaterial gekostet. Also, ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk für unsere Fellnasen, für sage und schreibe 5 Euro. Ich finde, da kommt leider, leider, leider kein Fressnapf mit. Man hat auch Spaß dabei und ich finde, es ist ein super, super süßes Geschenk. Komm, ich zeige es euch nochmal. Ich bin da so stolz drauf. Ich finde das so niedlich. Entschuldigung. Ich finde es echt so süß. Lana ist leider mit Härchen gerade unterwegs, sonst hätte ich sie gleich mal reingesetzt und mal gucken, geguckt, was sie so sagt. Aber ja, eigentlich ist sie auch noch gar nicht Weihnachten. Eigentlich kriegt sie sie auch erst am Freitag. Samstag ist Weihnachten, er wird schon ganz durcheinander. Jetzt habe ich auch noch Kratzen im Hals. Ihr Süßen, das ist es jetzt erstmal von hier für unsere Fellnasen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, ich werde auf jeden Fall vor Weihnachten jetzt noch schnell was machen, weil ich habe noch eine total coole Idee und eigentlich ein ganz großes Problem, weil ich habe noch keinen Weihnachtsbaum und das regeln wir. Kokos Last Minute Weihnachtsbaum.
Ich glaube, da haben wir richtig was zu lachen. Und ich werde euch dann auch auf jeden Fall mein Eierpunschrezept geben. Dann könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen lustig nachbasteln, was ich euch dann noch zeige. Es wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten sein. Ja, also ich denke am Freitag. Und das werdet ihr auch noch schaffen. Ich verspreche es euch. Erstmal jetzt von hier alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, werft nichts weg. Wir können aus allem noch was machen. Den grünen Pullover werde ich nicht zu Ende basteln, weil als ich das Hundekissen für Lana gemacht habe, da habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich daraus noch was anderes basteln kann. Das machen wir dann vielleicht zwischen den Jahren oder sonst im neuen Jahr. Fühlt euch umarmt und gedrückt, ihr Wollmäuse und Bastelfreunde und Freundinnen. Und ja, macht's euren Fellnasen schön, bastelt was Selbstgebasteltes und schenkt vor allen Dingen ganz viel Liebe und Streicheleinheiten und ein flauschiges Kissen. In dem Sinne, fühlt euch umarmt. Bis bald, eure Coco.